Und willkommen zurück zu Open Transport Titan Deluxe. Ich bin VexMax, euer Sprecher, und ja, jetzt gibt's keine Nachrichten, sondern erstmal ein bisschen Gameplay, mal wieder. Wir waren, beziehungsweise ich war dabei, Züge zu erstellen. Und das wird jetzt auch das Hauptziel erstmal werden. So, oh Gott, das ist... ich meine, so ein bisschen könnte man ja machen, so. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht gesehen. Wenn doch, na, egal. Was mache ich denn jetzt? Erstmal gucken, dass ich möglichst viel Geld scheffle. Und währenddessen kann ich mal zucken, ob irgendwelche Fahrzeuge im Minus sind. Die Zahlen hier selber sind winzig klein und die werden auch nicht größer. Das ist auch noch so ein nettes Etwas, was eventuell mal reinkommen sollte, dass man die GUI ein bisschen größer machen kann. Aber die Zahlen sind so winzig, also keine Sorge, wenn man nichts sieht. Ich sehe es auch nicht so ganz. Warte mal, wieso 0? Achso, die sind neu. Aber kein Fahrzeug ist im Minus. Das ist sehr, sehr gut. Ich hasse es, wenn da Minus steht. Dann weiß ich nicht, dass ich irgendwas falsch geplant habe. Züge, naja, sind Züge, die können keinen Minus machen. Zumindest hoffe ich das nicht. Ich meine, man kann Minus machen, ja klar, aber dazu muss ich echt doof sein. Was ist das? Eine Zugstrecke. Aber die sind hässlich. Da muss Otwi wirklich mal eine Nachhilfestunde von mir kriegen, so mit Backpfeifen und allem drum und dran, weil das ist wirklich... aber naja, sieht selbst, das wird gleich denkbar entstehen. So, ich war hierbei... Ach, die Musik ist toll. Jetzt erstmal gucken, was ich jetzt machen soll. Ich meine, ich könnte zwar jetzt eine Bahnlinie von hier nach da machen, aber da brauche ich schnellere Züge für, weil das lohnt sich nicht. Ich meine, irgendwann ist auch der Punkt erreicht, der Äquivalenzpunkt sozusagen, wo sich Preis pro transportierter Ware und Dauer des Transports nicht so ganz überschneiden, sondern wirklich aneinander vorbeidriften und dann gehen die Kosten ins Unendliche. Das war es, was ich suchen wollte. Aber okay, so. Das heißt, ich muss mal gucken. Ich könnte hier oben natürlich ein neues Netz erstellen, das dann so mal einfach vor sich hin rennt. Und dann später, wenn ich die Vakuumtunnelröhren habe, ja, Vakuumtunnelbau, oder die Transrapid-Strecken, die sind dann nämlich auf 400 bis 600 km/h und dann, das geht auch wirklich, oh, zack, zack. Aber da muss ich später eventuell mal gucken. Ich könnte es jetzt natürlich so machen, dass ich hier auch LKW-Ladestellen in die Stadt integriere, um da dann letztendlich Postsäcke transportieren zu lassen. Das wäre wieder ein mögliches Plus auf möglichst wenig Raum. Aber, das ist wieder so eine Sache, weil ich weiß ja nie, wie viel Post in der Stadt ist. Das ist auch ziemlich variabel. Deswegen lasse ich das lieber. Das letzte Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich es mit Zügen gemacht, aber das hat das ganze Ding verstopft, weil die Postzüge tatsächlich langsamer sind als die normalen Züge. Hier alle 1,5 Millionen. Ja, 1, irgendwas Millionen. Kann ich einen klonen? Nee. Immer auf 541.000. Ich sollte die... Ich weiß, was ich jetzt mal anstelle. Oh, wo war das denn jetzt? Finanzen, Inflation, da haben wir ihn. Stell mir das doch einfach mal an. Das macht es zum Teil ein klein wenig schwieriger. So, 548.196 mal drauf achten, das wird nämlich bald mehr. So, die beiden Züge können dann auch mal losfahren. Dann habe ich wieder zwei mehr. Ich muss gucken, irgendwann ist nämlich der Punkt, wo dann faktisch auf irgendeinem Bahnhof, das kann ich nicht vorhersagen, an welchem Bahnhof es passieren wird, aber an irgendeinem wird es passieren, wo die Züge sich dann auf einmal stapeln. Einer ist noch nicht das Problem. Wenn es aber ein paar mehr werden und sich in die andere Bahnhöfe reinstapeln, dann wird es ein Problem. Aber momentan habe ich noch genügend Platz, deswegen kann mir da noch nicht allzu viel Sorgen bereiten. Aber okay. Ja. So. Ich war jetzt also
woran? Genau, ich wollte die Stadt da oben machen. Wo ich könnte auch hier machen, ne? Wenn ich die nicht zum Maximum bringe, habe ich wieder eine kleine Station, die ich hier dann zwischenballern kann. Habe ich mir. Ah, doch, das mache ich. Genau so mache ich es. So, Straßenbau. Ich könnte ja auch Straßenbahnen bauen, aber die Straßenbahn ist unendlich langsam und naja. Ich hasse es, wenn es langsam ist. Oh, na, das ist auch eine schöne Stadt, hey. 14.000 Einwohner und nur so kleinen Binnen. Was? Ebenes Land erforderlich? Au, ach so. Oh, Meh. So, machen wir da eben so. Das Ding kommt mit der Einstellung nach hier. Neue Fahrzeuge. Und ja, es tut mir leid, wenn mein Mausklick hört. Der ist etwas lauter als erwartet. Aber naja, kann ich nichts für. Das ist eine Mad Catz MMORTE Maus. Und ich finde sie toll. Ich werde sie toll finden. Ich finde sie toll. Nee, ich fand sie toll. Ich werde. Nein. Ich fand sie toll, ich finde sie toll und ich werde sie so immer toll finden. So war es. In allen drei Zeitformen. So, entladen, vollladen, entladen, vollladen, entladen, vollladen, entladen und vollladen und entladen. So, dann wieder so machen und schubdidu, wie du, wie du, dumdidu. So, ob das reicht. Wie viel haben wir? Oh, genug, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt haben wir genug. Bestimmt. Jetzt alles schnell x'en, bevor wieder 20.000 Fahrzeuge hier sind. So, lassen wir die Stadt mal kurz was wachsen. In der Zwischenzeit könnte ich mich eigentlich um das Ding kümmern. Oder eben hier noch einen Bahnhof bereits hinbauen, damit ich das gleich schon mal verbinden kann. Ja. Ja, doch, genau so mache ich es. Ich könnte es natürlich jetzt auch so machen, dass ich ein zweites Bahnnetz erstelle, was dann schon mal zu den beiden geht, was dann ein bisschen weitläufiger ist. Und können es dann bis nach hier unten hin verbinden. Und das wäre dann natürlich auch schon wieder so unendlich weit, ne? Das ist jetzt normale Geschwindigkeiten. Die kommen da relativ zügig durch. Ich meine, jetzt ist auch nicht schneller. Es wird erst dann schneller, wenn ich hier dran bin. Die können 241 fahren. Mein schnellster Zug. Wie schnell sind meine schnellsten Züge? Verfügbare Züge. Frachtraten sind mir egal, aber Höchstgeschwindigkeit will ich haben. So, der schnellste, den ich habe, ist wie schnell? Ne, das sind nur Cars, Cars, Cars. Ne, das ist nicht, was ich wollte. Tanker, KKK, Stückwaggon. Noch mehr Waggons. Aber Waggons will ich nicht. Ich will Züge haben. Boah, wie viel habe ich denn? Mein Turbinenzug mit 226 und dann die. Tatsächlich, das sind die schnellsten, die ich momentan habe. Okay, da müsste ich eventuell doch noch ein paar Jahre warten. Irgendwann bis. Ich weiß nicht. 90. Ich glaube, dann kommen die ersten schnelleren daraus. Die sind dann so auf die 300 oder so. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. So ein ICE wäre schön. Wie viel schafft ein ICE? 300? 350? Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall ist er schnell. Ja, okay. Weiter geht's. Irgendwo. Ich bin echt am Überlegen, ob ich die Bahn, ob ich die Züge dann komplett fahren lasse. Oder einfach nur einzeln. Ach komm, nee, ich mach's komplett. Dann habe ich wenigstens ein schönes Bahnnetz und muss nicht auf 20.000 verschiedene Bahnnetze gucken. Jetzt wieder die Frage, wie. Fahren Sie, so fahren Sie rein, okay. Ich muss an der Seite den Ausgang bauen. Kann ich so machen. Und dann wieder einzeln, einzeln und dann erst die Kurve. Na, so. Gut. Ui, und ich sehe, oh, das hat geleckt. Ich sehe wieder gar nichts her. Das ist immer so. Immer schön, Mann. Warum sehe ich denn auch nie irgendwas? Das ist doof. Also wieder die Ausfahrsignale machen. 2, 3. Kombisignal 1, 2, 3. Und die Dinger hier. Na. 1, 2, 3. So. Jetzt kann ich es anschließen gehen.
Mit einem neuen Kreuz. Ich hoffe, dass es eine gerade Strecke ist. Ist es, cool. Dann habe ich zumindest keine Berge drin. Das heißt, die Züge fahren auch schon was besser. Berge, Züge, das ist immer so eine Sache. Sowohl die Berge, weil sie eine Steigung haben, als auch Kurven, weil es eben Kurven sind, verlangsamen Züge. Da kann ich leider nichts dran ändern, obwohl ich es gerne machen würde. Ne? So, das Kreuz erstellen. Schubdidu. Das hier war jetzt also. Boah, es leckt schon wieder. KIs, was macht ihr denn? Das ist doch nicht richtig. Oder ist es? Huch, da war jetzt aber gerade fast keine Rückmeldung mehr. Hier ist. Was? Ach so, da habe ich ein Gleis falsch gestellt. Ups. Nee. Das, das. Tschüss. So, dann wieder so und so machen. So. Ja, doch. Genau so muss es gemacht werden. Und nicht anders. Gut. Ich kann jetzt hier zumindest schon mal so machen. Dann hätte ich das auch schon mal. Und dann kann ich praktisch schon den Fahrplan mal aktualisieren. Ich glaube aber, das will ich anders machen. Ich habe 1,4 Millionen. Ja, genau, das mache ich anders. Ich habe nämlich 7 Züge und die alle einzeln zu bearbeiten, das ist einfach nur noch doof. Ab ins Depot mit euch. So. Zack. Weil jetzt wende ich Trick Nummer 17 mit Selbstüberlistung an. So, stopp. Alles stopp. Bitte, danke. Jetzt muss ich erstmal Züge verkaufen. Warum ich jetzt Züge verkaufe, hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe keinen Bock von allen Zügen, die Fahrpläne zu ändern. Deswegen verkaufe ich jetzt die, die da sind. Ändere von einem den Zug und von einem den Fahrplan und werde dann praktisch den Zug kopieren, anstatt alles einzeln zu machen. Das ist wesentlich, naja, wesentlich weniger aufwendig. So, wir haben Starting with Waldrand, so, den haben wir hier. Aber das davor muss noch gemacht werden. Das heißt, eins ist da unten, zwei ist dann hier der. So, der muss jetzt auf 2 erscheinen. Transfer. Ja, genau. So, Lademann verfügbar. Entladen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt hier direkt in einem mitbauen soll. Man könnte es versuchen. Ich glaube, ich mache das auch. Dann habe ich sie zumindest schon mal mit verbunden. Dann brauche ich mir darüber auch schon keinen Kopf mehr zu machen. Wie fahren die? Das hier ist also das Dingens. Die fahren hier nach unten. Heißt, hier fahren sie so und da ist das Einfahr. Das heißt, da ist das Ausfahr. Okay, geht klar. Das kann ich dann. Baue ich den nämlich nach hier. So. Gerade, Kurve, da, so gerade, mit Kurve, Kurve, gerade. Tschüss. Gerade, gerade, Kurve. Whee! So. Fertig. Schade, dass dafür kein Copy-Paste gibt, das wäre noch schön. Dann müsste ich mir das Ganze nicht antun, aber naja. Man kann ja nicht alles wollen. Na, so, ja. Egal, kann ich das auch da lassen. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Oh. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, dass ich käme hier eine Kreuzung aus. Das wäre jetzt natürlich auch doof. Also das Ding hier, die Kurve, nicht direkt eine Kreuzung. So, dann wieder alles wegbauen an Signalen. Wirklich? Das ist jetzt schon das x-te Mal, dass dieses Telefon geht. Ich habe langsam keine Lust mehr auf das Telefon. Also wirklich nicht mehr. Ich glaube, am nächsten Mal, wenn ich aufnehme, werde ich das Telefon einfach die Akkus rausnehmen. Oder woanders hinlegen. Das geht mir sowas von dermaßen auf die Eier. Naja, was will ich mal machen, ne? Zumindest war es nicht für mich. So. Mal alles markieren. Oh, ich müsste in der Zwischenzeit mal zwischenspeichern. Let's play. Speichern. Speichern ist immer gut. Zumindest sollte es immer gut sein.
Kann natürlich auch passieren, dass mal das ganze Spiel dabei abstürzt, dann ist es nicht mehr so gut. Aber egal, denkt man nicht drüber nach. Ja, lass nochmal, die fahren so, dann fahren die du so und der hier fährt dann so. Oder? Nee. Doch, so? Nee. Moment, Moment, Moment. Die kommen von hier. Tun sie doch, oder? Ja, die kommen von da. Das heißt, ich habe hier keine Chance. Was? Doch, wohl. Indem ich das mache. So und so. Ah, jetzt funktioniert's. Ups. Naja, egal. Da muss ich immer so ein bisschen nachdenken. Aber jetzt muss ich mal gucken. Die kommen dann, das hier ist 3, dann fahren die nach hier Waldrand, nach dem Waldrand erst. Also bevor die nach hier fahren, fahren die dann nach da. Das heißt, hier muss ich den einordnen. So, laden verfügbar und entladen. So muss ich es machen. Dabei dann noch das hier, die Signale kurz bauen. Ah, komm, mach mal hier. So. Ja, das sollte funktionieren. Ich suche noch ein paar Maklonen. Es fehlen 5, 560.000 ein paar zerquetschte. Das ist von 548.000 ein paar zerquetschte, hier ist auf 560 ein paar zerquetschte. Da sieht man mal, es ist anders geworden. Ich habe nicht auf. Ach Gott, ich habe es wieder verpeilt, ne? So. Da drauf drücken. Und dann X. So. Ne, das wollen wir nicht. Ich will das so haben. So, und jetzt gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Ich meine, das hier ist jetzt erstmal der erste Plan. Ist der am Anfang am Halten? Ja, wieso ist der das am Anfang am Halten oder vielmehr in der Mitte? Lol. Ja, geil. Was zum F passiert hier? Was ist das für ein Zug? Oder meine ich jetzt mal wirklich? Was macht denn der? Hä? Ach so, das war der Anfangszug, von dem wir alles geklont haben. Oh, ah, macht Sinn. Aber man sieht, es funktioniert. Ja, das hier ist jetzt immer so, naja, nicht das Optimalste, weil hier eben eine Steigung drin ist, aber immerhin besser als nix. Aber meine Zugstrecke scheint gut zu tun. Also, bis jetzt zumindest. Passagiere sind da. Oh, wie ist eigentlich die Bewertung davon? Sehr schlecht. Tja. Da kann ich nicht viel gegen unternehmen. Ich habe noch kein Geld für neue. Ich habe Geld für neue Züge. Zu kopieren. Und zack. Kann ich nochmal? Kann ich nochmal? 566.000, wie viel habe ich? Zu wenig. Auf losfahren. Nochmal zwei. Tja. Noch ist nicht das Level der Überseitigung erreicht. Noch ist alles super. Muss halt nur gucken, wie es demnächst wird. Okay, also das ist wirklich okay. Ich habe mich nicht zu beschweren. Und das ist doch schön. Ja, ist ja Zug gut. Ist ja Zug gut. Ne? Ja, ist ja gut Zug. Aber okay, dann lasse ich das jetzt hier mal stehen. Und melde mich dann in der nächsten Folge wieder mit einem schönen Bahnsystem. So, bis dato. Habt schöne Tage. Bye bye, euer Vexmex.